In der Toilette landet viel, was im Mülleimer stört. Speisereste, Feuchttücher und sogar abgelaufene Medikamente. Abwasserexperten schlagen Alarm. Alles, was keine menschliche Ausscheidung ist, gehört nicht in den Kanal rein. Außer Klopapier natürlich. Wir wollen es genau wissen und machen uns auf den Weg in die Ingolstädter Kanalisation. Ganz ungefährlich ist das Unterfangen nicht. Hier können sich gefährliche Gase entwickeln. Doch wir haben ein Warngerät und extra Masken dabei. Der Geruch überraschenderweise erträglich. Ungefähr so wie in einer öffentlichen Toilette. Wo liegen die Probleme, wenn zum Beispiel Speisereste hier landen? Nicht bei der Kröte, sondern bei den Ratten, die vor uns fliehen. 3 pro Einwohner leben in Ingolstadt, schätzt der Abwassertechniker. Ein Ärgernis. Die Lebensmittel zersetzen sich ja nicht gleich, sondern die schwimmen zeitlang mit. Die Öle und Fette, wenn sie erkalten, legen sie am Rand vom Kanal fest und bilden die Nahrung für Ratten. Und die Ratten wollen wir natürlich nicht im Kanal haben, weil sie ja Krankheitsträger sind. Nur 100 Meter vom Kanaldeckel entfernt, ein Sammelbecken. Dort zeigt uns der Abwasserexperte sein nächstes Problem. Immer mehr Deutsche benutzen Feuchttücher. Das besteht oft aus Vlies, zersetzt sich nicht wie normales Klopapier. Für die Pumpen im Nebenraum verhängnisvoll, glaubt er. Seine Techniker holen hier oft meterlange Feuchttuchzöpfe raus. Die lösen sie nicht auf wie das Klopapier. Diese Tücher reißen ein und werden aber nicht kleiner, sondern sie verdrehen sich und werden bis zu meterlange Schnüre und wickeln sich dann ums Pumpenlaufrad und können zur Zerstörung der Pumpe führen. Die Industrie erklärt sich für unschuldig, verweist auf die Packungshinweise. Spülbar, aber höchstens 1 bis 3 Feuchttücher. Den Ingolstädter Abwasserexperten ist das zu viel. Weiter zur nächsten Station, zur Kläranlage. Hier sorgen die vielen Arzneien, die ins Klo gespült werden, für Probleme. Wir haben einen Termin mit dem Betriebsleiter. 15% aller abgelaufenen Medikamente entsorgen die Deutschen über die Toilette, schätzen Wissenschaftler. Wolfgang Gander hat jetzt sogar eine Aufklärungskampagne in Ingolstadt gestartet. Trotz modernster Anlagen kann sein Klärwerk diese Stoffe nicht rausfiltern. Das funktioniert übrigens auch nicht mit den Medikamentenresten, die sich sowieso in den menschlichen Ausscheidungen befinden. Hierfür müsste man eine sogenannte 4. Reinigungsstufe aufbauen auf jeder Kläranlage. Diese 4. Reinigungsstufe, die dann über Ozonung oder über Aktivkohlefilter Spurenstoffe entfernen kann, ist sehr, sehr aufwendig und sehr teuer. Die Rückstände der Antibabypille im Urin haben übrigens schon Auswirkungen auf die deutschen Gewässer. Forscher haben festgestellt, dass sich manche Fische schlechter fortpflanzen. Solche Rückstände kann keiner vermeiden, im Gegensatz zu den vielen anderen Dingen, die nur aus Bequemlichkeit in der Toilette landen.